Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es endlich mal wieder ein neues Favoritenvideo, nämlich mein statistisches Nutzungsverhalten. Und es haben sich nicht allzu viele Produkte angesammelt, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich ein bisschen mit mir gehadert, ob ich überhaupt eins machen soll. Ich habe nämlich die meiste Zeit des Monats, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, genau da verbracht, an meinem Schreibtisch. Ich dachte, ich zeige euch trotzdem die Sachen, die mir sehr gefallen haben, denn es ist ein ganz netter Mix aus Lifestyle-Produkten, einem Fashion-Favoriten und ein paar Beauty-Produkten. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal mit letzterem an, und zwar in der Reihenfolge, in der ich es auch auftragen würde. Das allererste ist ein Produkt von Oliveda. Das ist das SOS Olive Leaf Skin Gel. Und das trage ich morgens und abends auf. Am Anfang habe ich das vor allem für den Körper benutzt. Momentan benutze ich es aber auch tatsächlich für die Gesichtshaut. Und der Geruch ist erstmal ein bisschen nicht gewöhnungsbedürftig im Sinne von, dass er nicht gut riecht, sondern dass es eher ein Geruch ist, den man sonst nicht so in Hautpflegeprodukten kennt. Was natürlich an der Olive geht und daran, dass das Produkt relativ naturbelassen ist und nicht allzu viele Inhaltsstoffe hat. Ich vertrage das sehr, sehr gut. Und werde das auf jeden Fall nachkaufen. Ich kann nicht so richtig genau sehen, wie leer das ist, weil ich auf jeden Fall irgendwo unter diesem Etikett momentan bin und das überhaupt nicht durchsichtig ist. Ah ja, hier ist so ein... Nee, es ist auch irgendwie abgetönt, die Flasche. Ich weiß es nicht. Oh, ich kann es mal aufschrauben. Dann wüsste ich selber auch Bescheid, weil ich echt keine Ahnung habe, wie ergiebig das ist. Ah, okay. Irgendwie sehe ich immer noch nichts. Aber ich glaube, ich bin schon relativ gut damit durchgekommen. Oh, jetzt habe ich es überall hingeschmiert. Ah. Darum muss ich mich später kümmern. Kann ich euch auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Und jetzt fliegt ein Flugzeug über mein Haus. Danach würde ich meistens einen pflegenden Lippenbalsam auftragen. Und ihr ratet das wahrscheinlich schon. Das ist Burt's Bees, der Beeswax Lip Balm. Und zwar der mit Vitamin E und Pfefferminze. Ich komme nicht von dem los, ich will auch nicht von dem loskommen und ich dachte, ich zeige ihn jetzt mal wieder, einfach damit ihr wisst, dass ich ihn immer noch liebe und immer noch benutze. Und er wird euch auch in meinem nächsten Aufgebraucht-Video wieder begegnen, und zwar in mehrfacher Ausführung, außer ich habe quasi nur einen als Platzhalter reingetan und die anderen weggeschmissen, denn ich brauche den schon recht regelmäßig auf. Dann ein Favorit, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den schon ins letzte Mal mit reingenommen habe. Sind eigentlich zwei Produkte. Und zwar diese hier. Das ist Superstay Full Coverage Foundation von Maybelline. Und zwar sieht die so aus. Und das ist eine von diesen Foundations, die in relativ vielen Farbnuancen kommt. Für eine Drogerie Foundation. Und das weiß ich vor allem von der Werbekampagne. Ich selber habe nur eine Nuance getestet. Und zwar ist das die hier. Das ist die Farbe 30 Sand. Und ich weiß nicht, ob man es richtig sehen kann, aber die passt mir überhaupt nicht. Und ja, wenn man es jetzt, glaube ich, so anschaut, geht's einigermaßen, aber die ist mir dann doch viel zu dunkel irgendwie. Und die dunkelt und oxidiert schon auch ein bisschen nach. Aber ich hatte dann noch einen echten Lifesaver in meinem kleinen Sample-Tütchen, was ich hier so rumstehen habe, wo ich immer interessante Produkte sammle, die ich gerne noch testen würde, aber vielleicht noch keine Zeit hatte oder keinen Nutzen. Und so ging es mir hiermit. Das war von The Body Shop einmal diese Lightning Drops. Und mit denen kann man Foundation oder andere Produkte eben anpassen. Ich habe die in hell und in dunkel für die hellen. Habe ich jetzt eine sehr gute Verwendung gefunden, nämlich sind die sehr, sehr hell und roséstichig. Also genau das, was meine Haut auch ausmacht. Und mit einigen vielen Tropfen pro Pumpstoß kann ich dann diese Foundation tatsächlich an meinen Hautton anpassen. Und das, was dabei rauskommt, hat auch ein echt super schönes Finish. Ich kann nicht so richtig einschätzen, wie diese Foundation jetzt wäre ohne das oder ob das irgendwie die Formulierung stark verändert, aber es funktioniert sehr gut, ich kriege keine Pickel davon, alles ist super. Ansonsten, einmal ganz am Anfang hatte ich die auch ausprobiert, logischerweise, sonst hätte ich überhaupt nicht den Versuch gemacht, diese Foundation zu retten. Und zwar habe ich die einfach mal aufgetragen, als ich sie bekommen habe, um zu sehen, wie die Foundation auf der Haut aussieht. Klar habe ich dann auch gesehen, dass sie viel zu dunkel ist, aber da war ich schon vom Finish so stark begeistert, dass ich eben gedacht habe, okay, ich versuche das damit zu retten. Und die hier gibt es eben auch in dunkel. Das heißt, auch Leute, die Probleme haben, eine Foundation zu finden oder eben die vielleicht eine geschenkt bekommen haben oder keine Ahnung, vielleicht will man auch, wenn man im Urlaub war danach, irgendwie die gleiche Foundation tragen und die ein bisschen abdunkeln oder für eine Kontur was abdunkeln, dann kann man diese Drops auch in dunkel da rein tun.
Dann ein letztes Produkt und das trage ich heute auch. Und zwar ist das mein Lippenstift. Das ist von Santé Natur Kosmetik, der Lippenstift mit dem matten Finish, den ich heute drauf habe. Und das ist die Farbe Pure Rosewood. Und ihr seht auch schon, der ist auch schon relativ gut abgerundet, aber ich mag ihn echt super gerne. Er ist wirklich schön matt und sehr lange haltbar, aber ganz wichtig, trocknet dabei wirklich nicht großartig aus, fühlt sich nicht unangenehm an, ich spüre eigentlich überhaupt nichts. Ich habe eine kleine dünne Schicht von meinem Lippenbalsam drunter. Auch das macht nichts. Er lässt sich trotzdem ganz gut aufbauen. Das heißt, man kann schon eine relativ deckende Lippenfarbe erreichen, obwohl man den Lippenbalsam drunter trägt. Das ist nämlich bei vielen Lippenstiften, finde ich, nicht so. Wenn man was sehr Rutschiges unten drunter hat, also einen Lippenbalsam, dann manche Lippenstifte funktionieren bei mir dann gar nicht mehr. Das war es jetzt auch mit meinen Beauty-Favoriten. Das hat sich jetzt gerade so ein bisschen angehört, als würde ich jetzt schon aufhören wollen. Ich habe aber noch 4 Sachen, glaube ich, für euch. Ich fange mal mit dem Fashion-Favoriten an, der da in meiner Blume unten hängt. Und zwar ist das dieser Kuschelpulli von Zara. Ihr habt den schon in einigen Videos von mir gesehen, in Vlogs. Und ich habe ihn, glaube ich, einfach schon relativ oft angehabt. Und der ist einfach richtig toll. Das wird so mein Winter-, Weihnachts-, Herbst-, All-Year-Around-Pullover. Und der ist relativ bekannt und vielleicht auch teilweise nicht mehr so easy zu bekommen, weil Suella hat den auch angehabt. Und ich glaube, seitdem war er zumindest online eine Zeit lang ausverkauft. Ihr könnt aber mal euer Glück versuchen. Ihr kriegt den vielleicht noch irgendwo. Und den gibt es auch noch in 2 anderen Farben, soweit ich weiß. Ich habe allerdings nur diese hier. Und dann habe ich noch einen Lifestyle-Favoriten, den ich euch nicht zeigen kann. Und zwar ist das eine totale Guilty Pleasure von mir. Das ist nämlich der Starbucks Seasonal Drink. Und zwar nicht der Pumpkin Spice Latte, sondern der andere. Oder der, die das andere. Das ist nämlich der Caramelized Pecan Latte. Und ich habe nämlich einen Pumpkin Spice Latte getrunken. Und da hat mich jemand darauf hingewiesen, dass der nicht vegan ist. Wusste ich nicht. Für mich ist es so okay, auch für jeden anderen, der irgendwie solche selbst auferlegten Ernährungsregeln hat, macht euch, wenn euch sowas passiert, bitte keinen Ultrastress. Man ist deswegen irgendwie kein schlechter Mensch oder keine Ahnung, aber passiert. Ich war dann auch so, okay, blöd, habe ich einfach nicht mit gerechnet. Dann habe ich mir auf der Website alles nachgeschaut und bei dem Caramelized Pecan Latte gibt es auch ein paar Sachen, auf die ihr achten müsst, wenn ihr zum Beispiel als Veganer oder als Person, die irgendwie keine tierischen Lebensmittel zu sich nehmen möchte, den konsumieren wollt. Und zwar müsst ihr ihn natürlich mit einer pflanzlichen Milch bestellen und dann eben nur den Sirup. In dem Sirup vom Pumpkin Spice Latte ist Kondensmilch, glaube ich, drin, deswegen ist der nicht vegan. In dem Sirup von dem Pecan Latte ist im Sirup selber keine Kondensmilch drin. Allerdings, wenn ihr den Caramel Drizzle drauf haben wollt, dann ist er auch nicht vegan. Denn in diesem Caramel Drizzle ist auch Kondensmilch drin. So kompliziert, ich weiß. Aber ich bestelle einfach immer quasi nur ein Latte, also ein Espresso-Shot oder 2 Espresso-Shots mit Soja oder Almondmilk oder wie auch immer ihr mögt. Und eben ohne Cream und ohne Drizzle und dann ist das vegan und das schmeckt immer noch sehr, sehr gut. Und das ist so meine kleine Obsession momentan. Ich weiß auch nicht. Nicht das Gesündeste, nicht das Beste, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Mag ich gerade sehr, sehr gerne. Jetzt habe ich aber noch 2 Favoriten. Die sind auch Lifestyle, die sind aus der Bujo-Richtung. Und ich freue mich sehr, die euch zu zeigen. Als allererstes mal etwas, da habe ich schon in meinem vorletzten Video drüber geredet. Und zwar sind das diese Stifte hier von Pilot. Jedenfalls, ihr kennt die ja, das sind diese radierbaren Stifte. Ich habe die euch sehr ausführlich gezeigt. Und ich wünschte mir, ich hätte früher von diesen Stiften erfahren. Ich bin so begeistert. Für mich funktioniert es wirklich sehr, sehr gut. Einige haben berichtet, dass natürlich die Schrift so ein bisschen faden kann, gerade wenn sie mit Hitze oder mit Sonnenlicht in Berührung kommt. Bei mir ist es so, ich benutze die Stifte in einem geschlossenen Notizbuch. Das heißt, es liegt eigentlich selten in der Sonne offen rum. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass es sehr gut erhalten bleibt. Ich teste das aber natürlich gerne. Das einzige Problem, was ich jetzt habe, ich bin ja so ein bisschen, nicht unbedingt, doch schon, perfektionistisch unterwegs. Auf die eine Weise ja, auf die andere Weise auch nicht. Aber zumindest habe ich so einen kleinen Tick. Und zwar kann ich für meine so Hauptschrift, sage ich mal, also für meinen Fließtext und alles, was ich so aufschreibe im Bullet Journal,
immer nur einen Stift benutzen. Das heißt, ich habe am Anfang mir einen Stift gekauft, habe mir genau den Stift gesucht, der so von der Dicke oder also wie er halt schreibt, einfach wie viel Punkte er hat, dass er so ist, dass ich das schön finde, dass ich damit besonders schön klein schreiben kann. Und mit dem schreibe ich jetzt eben in mein Bullet Journal und deswegen möchte ich jetzt nicht auf so einen Stift umsteigen für meinen kompletten Fließtext. Wenn ich allerdings das vorher gewusst hätte, dann hätte ich mir definitiv einen von diesen Stiften dafür ausgesucht, weil gerade im Fließtext kommen ja doch sehr, sehr oft Fehler vor und das wäre so toll gewesen, hätte ich da schon so einen Stift gehabt. Naja, wahrscheinlich gehe ich dann bei meinem nächsten Bullet Journal einfach daher und teste nochmal ein paar schwarze Stifte von Pilot bzw. von dieser radierbaren Range und suche mir dann vielleicht einen aus. Und die Textmarker kann ich euch auch sehr empfehlen aus dieser Range. Und jetzt habe ich noch was ganz anderes und das ist ein bisschen ein Splurge, etwas teureres. Ich habe es noch nie in einem Favoritenvideo gezeigt, aber ich habe mir dieses riesen Tombow Collection Set gegönnt. Und da sind 96 Tombows drin, das sind mehr oder minder alle, ich glaube bis auf ein paar Specials, die es gibt. Ich habe zumindest letztens mal einen goldenen Stift bei einer YouTuberin gesehen, den ich dann raussuchen wollte, den ich dann nicht gefunden habe. Der sah so gold, der sah so ähnlich aus wie dieser hier. Und das hier ist die Farbe 027 und ich meine, das wäre aber eine Nummer drüber oder drunter. Und ich habe den dann in meinem Riesenset nicht gefunden und ja, trotzdem, ich bin mit diesem Set so zufrieden, das ist so eine Erleichterung für Illustrationsarbeiten und Co. von mir, weil ich einfach, wenn ich mit Tombows arbeiten will, ich hatte da vorher schon einige, ich habe jetzt sehr viele doppelt, aber jetzt weiß ich, ich habe einfach die Farbvielfalt und wenn es irgendwie geht mit Tombows, dann kriege ich das irgendwie hin. Das heißt, wenn ich Tombows benutzen will, habe ich wirklich alle Farben, die ich brauche und es macht halt so viel Spaß. Und was man auch sagen muss, gerade wenn man die Stifte auch öfter oder schon länger hat und auch öfter mal auf Papieren benutzt, die nicht zu 100% für diese Stifte geeignet sind, sprich auf Papieren, die ein bisschen mehr Struktur haben. Und gerade weil die ja auf Wasserbasis sind, die Stifte, benutze ich die auch schon gerne mal auf Aquarellpapier. Und so richtig, richtig doll gut verkraften tut das die flexible Spitze vorne auf jeden Fall nicht, die hier. Und die franzt dann halt schon recht aus. Und der Unterschied jetzt mit einem alten Stift zu schreiben und jetzt mit so einem neuen mal wieder zu schreiben oder zu malen, der ist ungefähr so. Also sehr groß. Ja, ich verlinke euch natürlich wie immer die Produkte unten in der Infobox, insofern es die irgendwie online zu erstehen gibt. Und ja, das war's dann heute auch schon mit meinen Favoriten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr könnt wie immer natürlich gerne bei mir auf Instagram vorbeischauen. Ich verlinke euch wie immer all meine Social-Media-Kanäle unten in der Infobox. Und gerade für alle, die sich fürs Thema Illustration und Bullet Journaling interessieren, inzwischen habe ich einen zweiten Instagram-Account. Der heißt Tien Create. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, gerade wenn ihr ja eher so an Inhalten dieser Art interessiert seid und dem dann folgen, denn da poste ich wirklich nur Zeichnungen und Co. Und es macht mir unheimlich viel Spaß und da bin ich auch sehr aktiv. Nun ja, dann wünsche ich euch noch eine wundervolle Restwoche und bis ganz bald. Tschüss!